Herzlich willkommen zum Erklärvideo zur Methodenkarte bebilderte Hörbücher mit Keynote erstellen. Zunächst öffnen wir dazu die Anwendung Keynote. Diese erkennen Sie an einem weißen Flipchart auf blauem Grund. Tippen Sie nun auf Präsentation erstellen. Sollte dieses Symbol bei Ihnen nicht zu sehen sein, liegt es daran, dass Sie sich im Verlauf befinden. Sie können dann einen Ordner auf meinem iPad oder in einer Serverumgebung aussuchen und anschließend den Button Präsentation erstellen klicken. Tippen Sie dann auf Thema auswählen, um eine Vorlage auszuwählen. Hier können Sie im Grunde genommen jede Vorlage nehmen, die Ihnen passt, oder Sie nehmen einfach eine weiße Vorlage. Wenn Sie den Text behalten wollen, können Sie durch Doppeltippen den Mustertext bearbeiten. In diesem Fall wird er gelöscht. Tippen Sie dazu einfach auf das Textfeld und anschließend auf Löschen. Wenn Sie für Ihr Projekt mehrere Bilder auf einer Folie hinterlegen wollen, ohne diese im Vollbild darzustellen, können Sie natürlich auch den Hintergrund der Folie bestimmen. Klicken Sie dazu auf den Pinsel. Dort können Sie unter der Option Hintergrund aus diversen Vorlagen wählen. Sie können aber natürlich auch ein eigenes Bild einfügen. Wir wollen nun das erste Bild hinzufügen. Tippen Sie dazu oben in der Werkzeugleiste auf das Bildsymbol. Mit Foto oder Video können Sie ein bestehendes Foto einfügen. Mit einem Klick auf Kamera können Sie sofort ein Foto mit der Kamera aufnehmen. In diesem Fall wählen wir ein vorher heruntergeladenes Foto aus. Wenn Sie Ihr Foto eingefügt haben, können Sie dieses mit dem Finger verschieben oder mit den blauen Punkten größer und kleiner ziehen. Als nächstes wird der Text zum Bild eingesprochen. Dafür können Sie erneut oben auf das Bildsymbol tippen. Nun tippen Sie allerdings auf die Funktion Audio aufnehmen. Wenn Sie Aufnahme starten antippen, können Sie mit Ihrer Aufnahme beginnen. Mit einem weiteren Tippen stoppen Sie die Aufnahme. Sie können diese auf der linken Seite in der Vorschau abspielen und auf der rechten Seite zusätzlich zuschneiden. Wenn Sie mit Ihrer Aufnahme nicht zufrieden sind, können Sie mit einem Tipp auf Rückgängig die Aufnahme wiederholen. Wenn Sie jedoch zufrieden sind, können Sie diese mit einem Tippen auf Einfügen fertigstellen. Die Tonaufnahme ist nun auf der Folie hinterlegt. Später wird das Produkt als Film exportiert. Die Tonaufnahme wird dann abgespielt, während das Bild im Hintergrund zu sehen ist. Wir wollen nun fortfahren, indem wir eine zweite Folie respektive Buchseite anlegen. Klicken Sie dazu unten links auf das Plus. Wählen Sie nun eine ansprechende Vorlage oder eine klassisch weiße. In diesem Fall wird erneut das Mustertextfeld gelöscht. Nun fügen wir ein weiteres Bild hinzu. Auch das machen wir wieder über die Funktion Foto oder Video. Sobald das Bild an die richtige Stelle geschoben und größer bzw. kleiner gezogen wurde, können wir auch eine weitere Tonaufnahme hinterlegen, über die Funktion Audio aufnehmen. Erneut wird durch Aufnahme starten eine Aufnahme eingesprochen und durch Aufnahme beenden die Tonaufnahme gestoppt. Über einen Tipp auf Einfügen ist die Tondatei auf der Folie bzw. der Buchseite hinterlegt. Diese Schritte können Sie nun beliebig oft wiederholen. Der wichtigste Schritt besteht nun darin, Ihr fertiges Projekt zu exportieren. Tippen Sie dazu auf den Namen der Präsentation. Diese können Sie hier auch umbenennen. Zum Exportieren wählen Sie bitte den Reiter Exportieren aus und im Anschluss Filmen. Im darauf folgenden Menü ist der wichtigste Punkt zur nächsten Folie nach. Dieses ist hier aktuell bei 2 Sekunden eingestellt. Dies bedeutet,
dass die Folie genauso lange angezeigt wird, wie die Tonaufnahme dauert, und am Ende werden zusätzlich 2 Sekunden hinzugefügt. Standardmäßig ist dieses bei 5 Sekunden, was erfahrungsgemäß zu lang ist. Stellen Sie daher an dieser Stelle die Einstellung auf 2 bis 3 Sekunden ein. Tippen Sie nun auf Exportieren. Der Film wird nun erstellt. Danach dürfen Sie auswählen, wie Sie das Video teilen möchten. Dazu können Sie entweder auf Video sichern tippen, um das Video in Ihrer Foto-App zu speichern, oder Sie wählen in Dateien sichern, um einen spezifischen Ordner als Speicherort auszuwählen. In diesem Fall klicken wir auf Video sichern. Das bebilderte Hörbuch befindet sich nun in Ihrer Fotos-App.